Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen Renowned Explorers und da werden wir uns jetzt auf eine weitere Reise begeben. Ich weiß nur noch nicht ganz, auf welche. Das klingt nach einem guten Abenteuer für uns. Die transsilvanische Region. Denn wir brauchen Beguiler, haben wir sehr viel, Diplomat haben wir sehr viel, Quickthinker haben wir nicht, Engineer haben wir ein bisschen. Und Status finden wir auch gut. Deswegen ist das unsere Expedition. Ich glaube, wir könnten mega viel auf die Fresse kriegen in dieser Mission. Oh. Wir wollen ein weiteres Mysterium lösen. Den Globus Cruciger von Charlemagne, von dem alle glaubten, er sei nur ein Mythos, wurde von den Renowned Explorers irgendwie hier wiedergefunden. Es wird gesagt, dass durch Händler und Diebe der Globus Cruciger, was auch immer das genau ist, irgendwo mit einer adligen Familie hier gelandet ist. Hildegard möchte diesen Schatz finden. Wir müssen aber sehr vorsichtig sein. Es gibt hier definitiv wilde Wölfe und die Leute, die hier durchreisen, sind mit verschiedenen Signalen von den örtlichen Leuten angenommen worden. Teilweise redet man von verfluchten Landen. Warum sehe ich diesen Turm hier oben, wenn ich da unten hin soll? Da gibt es nämlich den Schatz. Ich habe mich schon gewundert, warum der Turm mir hier angezeigt wird. Wir gehen da trotzdem hin. Wir gehen über Umwege dahin. Erstmal gehen wir hier hin. Wir laufen durch einen Wald und wir sehen Kultisten, die Bäume abhacken. Sie sehen uns mit ihren und verstecken ihre Äxte. Wenn wir sie fragen, warum sie das machen, sagen sie, geht euch nichts an. Tja, werden sie wohl überzeugen müssen. Na gut. Dann überzeugen wir euch mal. Oha. Alle besiegen? Okay, alle besiegen. Oh, der hat eine Impress-Schwäche. Die haben alle eine Terrify-Schwäche und sonst nix. Okay. Oh. Wenn der eine Impress-Schwäche hat und so wenig Schaden von uns kriegt, haben wir ein Problem. Oh, und wir haben sowieso ein Problem, weil ich nicht auf die Kampfmut geachtet habe gerade. Schiete. Mhm. Damit haben wir den Jungen erstmal platt gemacht. Und du kannst hier in dieses Feld rein. Schaffst du den? Ja, sehr gut. Problem ist, unsere Kampfeinstellung ist ein großes Problem. Haben wir nicht aufgepasst. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, da ist noch einer von denen. Das ist echt nicht schön gerade. Wie machen wir das denn am klügsten? Du hast eine 50er Speech. Du kommst eh nicht so weit ran. Du kannst am besten mal gucken, wie viel heilst du sie. Nicht genug eigentlich. Sie schafft ja auch noch nicht mal einen. Das ist das andere Problem. Wobei. Buh, buh, buh. Und dann müssen wir es so irgendwie lösen. Na gut, dann schaffen wir zwei, dann geht's. Hoffentlich. Ich hoffe, dass das so klappt. Oh Mann. Oh, die arme Maria. Aua, aua, aua. Aber das ist gut, dass er Maria angreift. Dann kann ich nämlich gleich über... kann ich gleich Folgendes tun. Ich nehme nämlich Hildegard, heile Maria und damit heile ich Hildegard dann auch. Und dann ist das Problem hier nämlich schon wieder ein bisschen einfacher. Den können wir nämlich wegmachen. Wieso hast du minus 12? Achso. Und dann tanzen die beiden ein bisschen und dann hat Maria, hat Hildegard nämlich auch wieder ein bisschen Verteidigung. Und der Junge ist ein Problem. Hildegard hat drei Bewegungen, dann geht das genau auf, was ich vorhab. Mich erst mit Hildegard einmal ein bisschen beeindrucken. Und dann mit Quame noch mehr hinterher beeindrucken. Und dann mit der guten Maria. Oh, ich kann wieder seducen. Alles klar, dann wieder seducen. Ich
Ich wollte ihn gerade mit dem Seven wegmachen, aber so geht's natürlich auch. Jetzt ist ja nur noch ein kleiner über. Das sollte insgesamt machbar sein. So. Wenn wir nach dem nächsten Run genug von den Büchern kaufen können, geht das auch alles schneller. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir die Bücher tatsächlich vor diesem Run gar nicht mehr gekauft haben. Ich hätte vielleicht doch die kleinen erst kaufen sollen, um unsere Offensive noch ein bisschen zu erhöhen. Aber gut. Die Kultisten verfallen unserem Charme und erzählen uns, dass sie den verfluchten Baum suchen, der mit ihnen immer Schabernack treibt. Derjenige, der seine Rinde nimmt, kriegt eine große Belohnung vom Alchemisten des Kults. Sie geben uns eine Beschreibung, wie der Baum aussieht, könnte später noch nützlich sein. Jawohl. Den habe ich sogar schon mal gefunden, den Baum. Astonishing hat sie schon. Warum hat sie schon Astonishing? Weiß ich nicht. Hat sie aber schon. Dann kann sie das dann nehmen. Speak twice if your current attitude is aggressive. Okay. Ist eine interessante Fähigkeit, die sehr, sehr verwirrend ist. Also, wenn wir gerade aggressive sind, dann kann ich damit zweimal angreifen und den Gegner stunnen. Und wenn wir aggressive sind, ist es aber keine freundliche Fähigkeit mehr, sondern eine devious Fähigkeit. Das ist in vielerlei Hinsicht merkwürdig. Erfahrungspunkte 12 von 18, okay. Dann sammeln wir hier erstmal weitere Ressourcen, also weitere Supplies hoffentlich. Als die Nacht über uns hereinfällt, hören wir Geheule über uns herum. Die einzige Möglichkeit, sicher zu bleiben, ist, indem wir die örtlichen Leute überzeugen, uns aufzunehmen. Kwame, kümmere dich mal. Kwame überzeugt eine Frau, die in einer kleinen Hütte lebt. Wir verbringen die Nacht sicher. Schiete, ich will ja eigentlich diese Challenge mitnehmen und dann nach rechts weiter, aber kann ich nicht. Okay. Ach, guck mal. Wir finden eine Gegend, die ganz viel Essen hat. Ein Scout könnte hier sicher einiges an Essen rausholen. Jo, mach mal. Kwame ist jetzt unser Scout. Natürlich. Tja, dann halt nicht. Diese Gegend ist frei von Gefahr, aber trotzdem läuft eine erschrockene Hildegard zu Maria. Ihre Bewegung und Körpersprache sind langsamer als ihr normales, panisches Selbst. Was ist mit diesem Mädchen los? Ich brauche deine Hilfe, Maria. Dann sagt Hildegard endlich, was los ist. Sie hat sogar mehr Angst vor ihrer Zukunft als vor den Abenteuern. Sollte sie eine Karriere als Physikerin haben? Was ist mit Magie? Sie ist sehr nerdy, geeky. Mögen die Jungs sie? Sie vermisst die Sicherheit und dass ihre Mutter sich um sie kümmert. Sagen wir es so. Cool, Hildegard, ja. Maria kümmert sich um Hildegard. Das ist natürlich wahr. Die Zukunft ist angsteinflößend. Niemand weiß, was passieren wird. Alles, was du tun kannst, ist dein Bestes zu versuchen und noch wichtiger ist, dich selbst mit guten Freunden zu umgeben. Zusammen werden wir stark bleiben und einen Weg finden. Danke, Maria. Hildegard bewegt sich zu Maria und gibt ihr eine nette Umarmung. Mit so einer inspirierenden Person um sich fühlt sich Hildegard viel, viel sicherer. Sie machen bald weiter mit dem Entdecken und Maria weiß nicht, dass sie für immer Hildegards Held sein wird. Und jetzt hat sie auch nochmal mehr Speech Power, sehr geil. Und sie hat auch nochmal 10% extra Speech. Das ist mega gut, was wir hier gerade mit diesen Crew Stories angerichtet haben. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Bau. Naja. Wir bewegen uns durch den Wald und wir merken, dass alle dieser Bäume diesen komisch aussehen. Wir können jetzt die Beschreibung nehmen, die wir bekommen haben. Oder wir können Hildegard auf dem Adventure Wheel rollen lassen, offiziell. Das machen wir auch. Denn es ist eine 100% Chance und wir kriegen noch ein paar Tokens. Wir folgen Hildegards Wegführung. Und dann finden wir einen Interesting Tree, einen interessanten Baum. Wir sehen, dass er ein Gesicht hat. Sieht sehr furchteinflößend und interessant aus. Maria redet mal mit dem Baum. Maria redet mit dem Baum. Es hat ein Gesicht und so weiter, also weiß man ja nie. Marias charmante Seite
Wird auch von dem geästeten, von unserem geästeten Kumpel wahrgenommen. Eine Wurzel hebt sich, um ein verstecktes Dokument zu zeigen. Das Dokument zeigt. Das Dokument zeigt, wie die Kultisten einige Kultistensymbole auf die umgebenden Bäume gemalt haben, um ein menschliches Opfer in einen Baum zu verwandeln. Vielleicht kannst du etwas tun, um dieser Person zu helfen. Tja, entweder denken wir uns irgendeine Variante aus, oder wir hacken sein Gesicht ab und sehen, ob noch irgendjemand drin ist. Beides, aber das hier ist eine grüne Option. Warum ist das eine grüne Option? Also wenn es keine grüne Option ist, würde ich es nicht nehmen. Das war interessant. Ah, wir kriegen trotzdem was. Als du den Baum anfängst zu hacken zu wollen, realisierst du, dass seine Äste anfangen sich zu bewegen. Einer von ihnen haut dich fast. Die umgebenden Bäume werden auch wild. Wir rennen schnell weg, aber zum Glück schafft Quame es ein bisschen was von der Baumrinde mitzunehmen. Und zwar das hier. 8 Campaign, 2 Secret, 25 Renown from Research plus 25 Renown from Status. Ich weiß ja nicht, wie viel Renown wir von Status kriegen, aber ich glaube, das ist gut. Und leider blocken jetzt alle Bäume unseren Weg, und das bedeutet, dass wir mehr Supplies ausgeben, wenn wir durch den Wald gehen. Eine Gruppe Kultisten kommt auf uns zu. Wir können versuchen, uns vorbeizuschleichen. Das macht Quame. Lieber Resolve verlieren als Supplies im Moment. Stopp, 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 stopp. Ach, Kacke. Schade. Ja, leider verlieren wir jetzt ein paar Leben. Ist nicht so schlimm. Aber naja. Jawohl. Jetzt fehlt uns leider nur Hildegard, die levelt. Aktuell hast du einen Slot frei, ne? Warum können wir gerade unser Equip nicht ändern? Ach so, kann man nicht. Okay, wusste ich nicht. Campfire Story. Mhm. Ich habe keinen Level 2 Quicksinker. Ich habe 3 Secrets. Na, meinetwegen. Dann nehmen wir das. Alles andere ist Quatsch. Hildegard ist der Meinung, wir verschwenden das Potenzial eines guten Geheimnisses. Eine sehr genaue Analyse der Verbindung, die von so eines Geheimnisses wird vielleicht sogar ein besseres Ergebnis bringen. Von jetzt an wird die Crew nachts über Geheimnisse spekulieren und neue Verschwörungstheorien entwickeln. Quame macht das ein bisschen nervös. Vielleicht finden sie etwas über sein kleines Geheimnis heraus. Was? Was für ein Geheimnis? 2 macht dann noch 3, dann hier hin und dann müssen wir Richtung Schloss. Das müsste gehen. Verpassen wir zwar jetzt einen Encounter, geht aber auch nicht anders. Oh. Überall schlagen Blitze ein. Wir müssen aufpassen, wo wir hingehen, oder wir werden getroffen. Hildegard kennt sich aber ja ein bisschen mit Science aus. 99%. Naja dann. Ich dachte gerade. Kleinen Moment habe ich ja gedacht. Hildegard weiß ganz genau, was sie tun muss, um uns rauszukriegen. Alles klar. Hildegard hat jetzt auch fast schon wieder ein Level. Das Versteck der Kultisten. Ein alter, mittelalterlicher Turm, der mit schwarzen und roten Bannern verziert ist. Wir kennen diese Kultisten, sie müssen bestimmt irgendwas Wertvolles hier haben. Es gibt nur ein paar Wächter, die den Turm bewachen, also wenn, dann jetzt. Alles klar. Da ist so ein lilaner Typ dabei, die sind so bitter. Alle besiegen? Alle besiegen. Die sind richtig, richtig bitter, weil die können einen Lined Stun machen. Also sie können uns über eine bestimmte Distanz stunnen. Und das ist ziemlich bitter. Deswegen versuche ich mal, ob wir den besonders einfach besiegen können, indem wir ihn... Was hast du da gerade gemacht? Ach so. Oh, das könnte schon reichen. Das wäre nice. Nice. Diese blauen Kultisten sind halt wirklich, wirklich mega nervig.
Quame, geh mal dahin. Auch wenn du ihn dadurch excitest, ich glaube, da du da vorne relativ sicher stehst, also, da wahrscheinlich nur der dich angreifen wird, wird das gehen. Das kriegen wir alles hin. Boah, kommen da viele von hinten. Huiuiui. Ich meine, die halten nichts aus, die kleinen Braunen, die kann man relativ zügig besiegen. Deswegen wird das schwieriger, eigentlich nur diesen da besiegen zu müssen. Was Maria erstmal in Angriff nimmt. Und wo Quame ihr dann hilft. Und sie kann einen davon schon mal wegpusten. Mit ihrer Nettigkeit. Und dann hoffe ich, dass das reicht und keiner von unseren Jungs noch stirbt. Ich möchte keinen Resolve hier liegen lassen. Das wäre schön, wenn das geht. Das sieht aber ganz gut aus. Das müsste Game sein für uns. Ja. Sehr gut. Freundschaft! Da fragt sich nochmal einer, für diejenigen unter euch, die früher auch Captain Planet gesehen haben und immer dachten, dass diese, die hatten ja immer die fünf Elemente, ja, also die hatten die fünf Elemente quasi, also wir hatten die vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, und dann hatten sie als letzten fünften in der Gruppe noch das Element der Liebe. Und wer natürlich ein hipper, cooler Junge zu der Zeit war und Captain Planet geguckt hat, der fand natürlich dieses Element der Liebe oder diesen Ring der Liebe total lame und schwachmatisch und überhaupt nicht gut und oh kacke. Jetzt seht ihr mal, wie dieses diese Kraft der Liebe funktioniert, nämlich genau so. Deswegen ist sie so mächtig. Ganz, ganz viele Token. Wir befrieden alle der Kultisten, die den Turm bewachen, aber einer rennt noch schnell weg und will Verstärkung holen. Deswegen muss einer als Wache hier bleiben. Tja, ich würde sagen Quame. Nachdem wir entschieden haben, wer der Wachmann ist, betritt der Rest der Crew den Turm. Nachdem wir uns ein bisschen umgesehen haben, haben wir zwei Optionen. Wir können entweder einen Safe finden, schauen oder uns im Büro umgucken. Wir schauen uns mal den Safe an. Das ist ein vernünftiger Safe, ein ziemlich guter, und es müsste schon ein bisschen Intelligenz oder Kraft erfordern, um den aufzumachen. Dafür habe ich ja Ingenieur, deswegen habe ich das ja jetzt so gemacht. Das letzte Mal war ich im Office, als ich hier mal war. Erfolg! Mit dem bisschen Zeit, das wir haben, schafft es Hildegard gerade so eben, das Ding aufzumachen. Einige wertvolle Steine und eine ermutigende Kette mit kleinen, so perlenähnlichen Kugeln. Genau, hier, die da. Oh, das ist ein Trinket. 10 Speech Defense, start everything excited. Ja, und Quame ruft, hey, da kommt wer, und dann hauen wir ab. Erstmal Hildegard leveln. Astronomy haben wir noch nicht, ne? Nee. Haben wir aufgepasst. Das ist ein Trinket, das können wir sogar. Oh, das ist ein Trinket. 10 Speech Defense und immer excited starten. Okay, nice. Speech Defense 61, 42, 32. Ah ja, normale Trinkets können wir nicht wechseln, aber so eins. Na gut. Wir holen uns erstmal ein bisschen Supplies und dann gucken wir mal, ob und wohin wir noch gehen. Neben einem umgefallenen Baum finden wir einige seltsam leuchtenden Pilze. Scheinen essbar zu sein und einige interessante Eigenschaften zu haben. Wir nehmen mal das Resolve. Aber hier stand doch Resolve. Ich dachte, ich könnte. Gut, dass wir dann hier den Weg direkt zum Schloss genommen haben. Okay, dann zum Schloss. Ist halt so. Ja, zum Schloss, bla 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 bla. Hildegard klopft an der Tür, die sich sofort öffnet. Ah, willkommen, geehrte Gäste. Bitte kommt in meinen Schlosshof. Wir hören eine Stimme, aber wir sehen niemanden. Bisschen gruselig. Im Schlosshof erwartet uns ein sehr charmanter Count, der uns willkommen heißt.
Ah, verehrte Gäste, was bringt euch in diesen entfernten Ort von mir, entfernten Palast zu mir? Wollt ihr herkommen, um mich zu bewundern? Ja, nicht wirklich, aber Maria findet ihn schon irgendwie sexy. Wir nennen mal dieses Ding, das wir suchen. Der Count ist schockiert. Ein heiliges Item hier in meinem Schloss? Unglaublich! Das muss hier hergebracht worden von dieser komischen fränkischen Nonne 965. Wachen, durchsucht das gesamte Schloss und nach diesem Ding. Meine Gäste, bitte macht es euch selbst so lange gemütlich. Und Maria unterhält sich mit dem Typen. Der Ruhm, der entspannte Lebensstil und das gute Aussehen. Maria kann nicht aufhören, den Count anzustarren. Der Count merkt das und hat eine lustige und anregende Unterhaltung mit Maria. Du bist ein sehr interessantes menschliches Wesen, Maria. Ja, ja, ja. Wir sollten auf Maria aufpassen. Oh, shit. Ja, eine der Guards kommt dazu. Sie haben ein heiliges Relikt gefunden. Das könnte das Ding sein. Ja, exzellent. Geben Sie dieses Ding, diesen freundlichen Entdeckern bitte. Und zack, schon haben wir einen Schatz. Ja, wir nehmen bestimmt nicht das da. Das hier klingt extrem gut. Diplomat haben wir wie viele? Haben wir hier einen? 6 macht 7. 7 Secrets. Mein Freund. Das Ding ist noch, das bringt uns sogar noch mehr, weil wir ja, ach, das haben wir auch noch geboostet. Das Ding ist noch brillanter, als wir es in unseren wildesten Träumen vorgestellt haben. Wir werden ein Top Renowned Explorer. Der Count macht allerdings weiter. Hey, wunderbar. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe einige Sachen, um die ich mich kümmerte. Auf Wiedersehen. Aber Maria? Ja. Warum lässt du nicht all diese Entdecker hinter dir und bleibst hier mit mir? Komm mit mir in mein wunderschönes Leben in alle Ewigkeit. Und Maria wird ein bisschen ohne Deckung erwischt. Und Quam, oh, der arme Humor. Tja, und jetzt haben wir leider nur eine 52% Chance. Das ist nicht schön. Maria, bleib bei uns. Das habe ich noch nie nicht geschafft übrigens. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das sehe. Oh nein, Maria ist von dem Count ein bisschen verzaubert. Maria ist bestimmt verzaubert worden von dem Count und schafft es nur ein sehr geschwächtes Nein zu äußern. Maria ist geschwächt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sind nur wenige Momente davon weg, Maria zu verlieren. Zeit zu reagieren. Oh, fuck. Das wird richtig schwer. Wir kriegen minus 25 Speed für diesen Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, shit. Mal gucken, stimmt das? Achso, das gilt nur für Maria. Na gut. Und wir müssen nur den Boss besiegen. Der Boss ist da oben ganz irgendwo. Mhm. Ja, wir können erstmal die Jungs hier hinten auseinandernehmen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, sehr gut, das schafft sie alleine. Schaffen wir erstmal ein paar weg. Die kommen halt wieder, also die holen ja Verstärkung nach irgendwie X-Runden, aber erstmal sind zwei weg und dann kommen wir erstmal uns schrittweise um die anderen kümmern. Na? Oh, der Count hat irgendeinen Buff. Müssen wir mal eben gucken, was hier jetzt gerade abgeht. Moment. Der Count ist immun gegen Impress, hat eine Schwäche für Terrify, okay. Mhm. Und er hat AOEs und Stunts, da müssen wir aufpassen. Der hat eine Schwäche für Impress. Den müssten wir auch tatsächlich möglichst früh loswerden. Warte mal kurz, schafft Maria den alleine? Vielleicht. Sehr gut. Das war tatsächlich relativ wichtig, weil der halt seine ganze Bande da bufft. Und das wollen wir natürlich nicht.
Dadurch bleibt zwar der eine Kultist da oben stehen, aber wir kommen der Sache schrittweise näher, was wir tun müssen. Den können wir nicht impressen, da müssen wir aufpassen. Ah, ich habe vergessen, dass der AOE benutzt. Du Kackboon. Und der einzige wirklich positiv zu nennende Aspekt ist, dass durch Quarmes Ability uns permanent einen einzigen uns permanent einen einzigen Excited zu geben, solange wir positive Grundeinstellungen haben, führt das dazu, dass wir quasi... Shit, das ist total riskant, was ich mache, aber ich muss dem Count halt langsam mal Damage machen. Das ist mega dumm, weil ich ihn dadurch auch noch nach oben booste, aber ich kann sowieso nur solche Attacken gegen ihn benutzen, weil ich keine anderen positiven Attacken habe. Das ist auch das, was ich in dem... Das ist so ein Paradebeispiel für den... Oh, fuck. Gut, dass sie dagegen gedefensed ist. Oh, der heilt sich da dadurch? Ach du Scheiße. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt gerade uns wieder rausbuxieren, was er da macht. Wir bewegen erstmal die gute Hildegard dahin, den guten Quarme dahin. Jetzt müssen wir mal überlegen. Quarme könnte ihn da unten wegbomben. Das Problem ist, sie ist die Einzige, die den nicht sicher wegbombt, ne? Ja. Und ihm gar nichts kann. Hä, schön. Das heißt, sie muss den wegbomben. Leider muss Quarme jetzt mit seinen wenigen Leben überleben. Sie kann ihm aber einen Terrify reindrücken. Dagegen ist er auch anfällig. Müssen wir aufpassen. Der heilt sich halt ständig, wenn er nett zu uns ist. Oh, shit. Da hat er Quarme umgeboxt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, mein Freund. War mal ein 2-Reichweite? Ja. Ich bin am überlegen, ob wir diesen Kampf auf Dauer nicht auf Livius umändern. Vorrangig, dann gewinnen wir zwar nicht mit 10.000 Countern, aber erstens ist er jetzt nicht mehr positive-minded. Oh fuck, das habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt. Kacke. Es gibt so viele Dinge, wo man bei diesem Spiel darauf achten muss, Alter. Gut, dass die Defense gegen Impress hat, Alter. Oh, shit. Jetzt hauen wir die aber ordentlich eins über die Rübe. Du weißt es nur noch nicht. Im Moment sind wir eher devious als positiv. Das ist leider so. Oh, das reicht vielleicht schon. Ja, sehr schön. Damit haben wir zwar Devious gewonnen, nicht Friendly, ist mir aber ehrlich gesagt egal. Weil, bevor ich noch ganz viel Resolve hier verliere. Oh, ich bin nicht mehr so cool, ich bin ziemlich ein nutzloser Wurm. Ich wünschte, irgendjemand könnte mir erzählen, wie ich wieder cool bin und mit der Jugend von heute eine Verbindung eintrete. Tja, wir könnten jetzt einfach ein bisschen Gold gehen und ihn verschwinden lassen, aber Maria ist ziemlich cool und könnte dir natürlich helfen. Das folgt den Count. Wirklich? Das ist großartig. Ich kann eurem Gefolge beitreten und die Welt bereisen. Ich verspreche, ich werde nützlich sein. Ich werde mit der Jugend mich wieder verbinden. Und was sagen sie heutzutage? Spiffy, Jolly, Wrecked? Und ja, dann kriegen wir Count Dracul in unserem Entourage. Und so beenden wir unser Abenteuer in Transsilvanien. Jawohl. Den habe ich auch noch nie gehabt. Aber 25 Renown vom Status wird uns mega viel bringen. Wir haben sowieso schon 50% extra Renown vom Status. Also das müsste ganz ordentlich abgehen.
Ja, unser Status lässt sich, glaube ich, ganz ordentlich so. Ja. Ja, ja, ja. Dafür, dass wir eine echt schwierige Crew gewählt haben, finde ich, mit nur Speakern, läuft es eigentlich ganz gut. Und wir können noch mal mit Pinkerton für eine letzte Expedition reden. Wir hier, wie berühmt wir werden. Und wir können noch einen weiteren Brief schicken, und zwar, da haben wir noch eine Entourage Hall. Wir haben nämlich noch über 2000 Ruf, die wollen wir noch rausgeben. Das machen wir auch als erstes. Da, in der Copacabana. Wir wollen nämlich noch Spezialisten anheuern, ganz viele. So. Müsste reichen. Mehr als 400 kosten, glaube ich, nicht. Fangen wir hinten an. Ein Level 3, 6 Engineer. Achso, halt, wir können sowieso Engineer. Hier, da, nimm das Ding mal wieder in die Hand. Ja, ist ja gerade kein Event. Okay, egal. Moment. So. So. Hat sie auch wieder gegen Terrified und gegen Impressed Speeches Resistance. Das finde ich eigentlich ganz gut. So. Jetzt aber. Politics und Languages hast du beide, oder? Ja. Also davon haben wir nichts. Quickthinker haben wir auch nicht. Aber wir können dich noch zu einem Level 3, beziehungsweise du bist schon Level 3, aber wir können dich noch zu einem noch besseren Engineer machen. Das machen wir auch. Hildegard. Und zwar Automata. Zack, Perk gelernt. Gleiches Spiel hier nochmal. Wir können Charms und Seduction, hast du beide wahrscheinlich schon. Charms und Seduction hast du beide schon, genau. Athlete haben wir aber gar nicht. Naturalist, Geologie oder Chemistry. Geologie und Chemistry hat sie auch beide. Dann könnten wir ja nur noch einen Athleten ausbilden, naja. Das ist ziemlich viel. Hier können wir Taktika erhöhen. Das bringt uns aber nicht, wenn wir Level 3, 6 nicht haben. Survivalist könnten wir eventuell Level 3, 6 werden. Wer hatte das nochmal? Du hast Level 1. Sehr schön. So viel dazu. Na, wobei, du könntest deine Dingens abgeben und eventuell noch einen Survivalist aus einem Item holen. Das wäre eine Chance. Das machen wir. Tracking oder Navigation? Warte. Schauen wir mal. Wir können Survivalist irgendwo herkriegen. Da, Navigation. Siehst du? Haben wir nicht schon wieder was gelernt? Hätten wir das nicht genommen, dann wäre das anders gewesen. So. Wir haben viel zu wenig Geld verdient. Diese Mission, das sehe ich jetzt erst. So. So. Und dann kann er nur den lernen. So, und dann können wir hier nochmal gucken. Ja, das nutzt uns tatsächlich alles erstmal gar nichts. Außer natürlich den zusätzlichen Spin. Da könnten wir natürlich zum Beispiel jetzt einfach ihr das geben und dann hätte sie eine Chance, einen besseren Spin zu haben. Aber leider hat sie ja Geologie und Chemistry schon drauf. Und das hat sie auch beides schon drauf. Das hat gar keiner von uns drauf. Einen Athleten haben wir noch gar nicht. Wird uns auch nicht mehr wirklich mega viel bringen, oder? Aber komm, wir machen... Wir machen Quame nochmal zum Athleten. Und zwar Powerhouse. So sieht er nämlich auch aus. So, dann gehen wir hier in so ein Research, machen das Ding nochmal fertig. Na, Status bringt natürlich mehr Renown. Und jetzt können wir noch ein Ding ins Anlocken. Wir können uns ein Tool besorgen. Wir können uns mehr Campaign aus Wits Challenges besorgen. Mehr Study aus Nature Challenges. Oder mehr Research aus Encounter Tokens. Dann nehmen wir das Tool. Ich werde jetzt auch nicht nochmal bewusst auf Forschung hingehen. Ich möchte jetzt wahrscheinlich am ehesten nochmal Geld maxen. Haben wir noch eine Chance, noch einen weiteren Merchant zu kriegen? Nee, 128 ist dann doch zu teuer. Da kriegen wir 3 Goldmünzen. Hier kriegen wir 4 Dings, aber 4 Dings bringt uns 3 bis 5 Gold. Nee, 3 Goldmünzen ist schon das Beste, was wir kriegen. Das heißt, 5 mal, wie viel kriegen wir hier? 5 mal 3 mal 15. 5 mal 3 ist 15, 15 mal 15 ist 150, 225 Gold, da kriegen wir effektiv gar nichts raus. Okay, das ist Shit. Da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen, egal. Dann nehmen wir halt die nicht so ganz so guten Bücher. Und jetzt müssten wir noch eins zumindest für Maria haben, das dann das hier wäre.
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall doch nochmal ein paar Gold-Token, um irgendwie noch so auf ungefähr 400 Gold zu kommen. Ungefähr so. Denn das erhöht nochmal ihre Basisfähigkeiten und zusätzlich ihren Speech-Wert. Das ist schon ziemlich nice. Wir haben noch zwei. Da kriegen wir mindestens 90 raus. Maximal würden wir daraus kriegen 150. 150 würde nicht reichen für irgendwas Gutes. Aber man könnte zumindest sowas noch draus machen. Das ist immer noch besser als das, was er hat. Also holen wir uns einmal Geld. Da reicht aber auch einmal. Ne? Dann gehen wir dahin und holen ihm ein kleines, genau, Book of Rage. Nein, kleines Book of Joy. Das gibt ihm immerhin einen Attack Power und 5 Speech Power dazu und damit hat er dann auch nochmal 20% mehr auf seinem Excite. Das ist schon ganz nice. Sie hat das Ganze für ihr Impress. Und jetzt haben wir eigentlich, ja, 15 Speech Defense, 5 Armor hat er auch und hat auch noch Astonishing. Hat sie Astonishing sowieso? Nehmen wir das mal kurz weg. Nö, hat sie nicht. Achso, haben wir ihr deswegen auch nicht gegeben. Alles klar. Passt ja. Jetzt haben wir noch einen Inside-Token, über mit dem wir gar nichts können. Ist das nicht schön? Gut, mit dem können wir uns noch einen Helper-Entourage irgendwo herholen. Ne? Dann holen wir uns noch einen. Dann holen wir uns noch ein bisschen davon. Gibt ja auch nochmal am meisten Insight und so. Und dann können wir uns am besten noch einen davon leisten und einen davon. Denn vom Status unserer letzten Mission wird ja abhängig gemacht, wie viel Ruhm wir noch kriegen. Wir haben jetzt zusammen etwa 2000, ich kann es wie gesagt nicht lesen, mein Aufnahmeprogramm ist drüber, wir haben jetzt 2106. Okay. Ja, das kann man doch, glaube ich, ganz gut machen. Liebe Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir es letzten Endes durch die letzte Mission schaffen. Es ist noch eine Expedition offen. Wir wollen die letzte Expedition sehen. Wir werden keine, ich verrate es jetzt schon, wir werden keine 5-Sterne-Mission machen. Ich glaube nicht, dass wir die mit der Crew schaffen können. Aber wir schauen mal, was wir schaffen können. Und bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.